Herzlich willkommen. Heute backen wir Brownies. Dazu brauchen wir einen Topf, den habe ich auf mittlerer Hitze erwärmt. In den Topf geben wir 200 Gramm Butter. Zur Butter kommen dann 250 Gramm Zartbitterschokolade. Einhundertfünfzig Gramm brauner Zucker. Zweihundertfünfzig Gramm weißer Zucker. Und drei Päckchen Vanillezucker. Das Ganze jetzt bei mittlerer Hitze zu einer schönen Creme schmelzen. Dabei immer mal wieder umrühren, bis sich die Schokolade und die Butter komplett aufgelöst haben und alles zu einer klebrigen, schokoladigen Masse verbunden hat. So, den Topf dann von der Herdplatte ziehen und abkühlen lassen. Im nächsten Schritt, wenn die Schokoladenmasse abgekühlt ist, habe ich hier vier Eier in eine Schüssel gegeben und verquirlt. Da die Schokoladenbuttermasse hineingeben. Ganze etwas verrühren. Und jetzt 300 Gramm Mehl ein halbes Päckchen Backpulver. Und noch etwas Kakaopulver dazugeben. Und das Ganze dann mit einer Küchenmaschine oder einem Handmixer zu einem gleichmäßigen Teig verrühren. So sollte das Ganze dann aussehen. Alles gleichmäßig verrührt. Ein richtig schön klebriger Brownie-Teig. Für den nächsten Schritt brauchen wir dann ein Backblech. Einfach mit Backpapier auslegen. Und dann den Teig auf dem Backblech verteilen. Alles schön glatt streichen, dass der Teig gleichmäßig auf dem Backblech verteilt ist. Und dann kann das Blech in den vorgeheizten Backofen. Den Backofen habe ich auf 180 Grad vorgeheizt. Und das Ganze sollte 20, maximal 25 Minuten dauern. Der Teig sollte oben schön fest sein, aber immer noch
unten drunter weich und fluffig sein, dann ist er perfekt. Nach einer kurzen Abkühlzeit kann er dann in kleine Brownie-Stücke geschnitten werden. Dann einfach auf einem Teller anrichten. Und wer mag, kann einfach noch etwas Kakaopulver oder Puderzucker einfach über dem Teller, über den Brownies rieseln lassen.